Diese Geschichte ist für all jene, die sich in ihrem Leben unzufrieden fühlen und denken, dass andere glücklicher sind als sie. Um die Geschichte vollständig zu verstehen, schau sie dir bis zum Ende an. Die Geschichte des unglücklichen Raben. Es war einmal ein Rabe, der war sehr unglücklich mit seinem Leben. Eines Tages saß er auf einem Ast und begann zu weinen. Unter dem Baum saß ein Mönch und zufällig fiel eine Träne des Raben auf die Wange des Mönchs. Der Mönch blickte nach oben und sah den weinenden Raben. Mitfühlend fragte er: "Was ist los, mein Freund? Warum weinst du?" Der Rabe antwortete: "O weiser Mönch, ich bin sehr unzufrieden mit meinem Leben. Niemand liebt mich. Die Menschen scheuchen mich immer verächtlich weg. Niemand gibt mir etwas zu essen. Jeder hasst mich. Ein solches Leben ist schlimmer als der Tod." Als der Mönch diese Worte hörte, wurde sein Herz von Mitgefühl erfüllt. Er sagte: "Mein Freund, wir sollten lernen, in jeder Situation glücklich zu sein, in der wir uns befinden." Doch der Rabe verstand die Weisheit des Mönchs nicht und weinte weiter. Da sprach der Mönch: "Sei nicht traurig. Sag mir, was du sein möchtest. Ich kann dich mit meinem Mantra verwandeln." Der Rabe wurde glücklich und sagte: "O gesegneter Mönch, wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann mach mich zu einem Schwan." Der Mönch sagte: "In Ordnung, ich werde dich zu einem Schwan machen. Aber zuerst geh zu einem Schwan und frage ihn, ob er mit seinem Leben glücklich ist. Komm zurück, sobald du es herausgefunden hast." Der Rabe flog voller Freude los, um den Schwan zu treffen. Er sah den Schwan in einem Teich schwimmen und sagte zu ihm: "Wie wunderschön du bist. Du bist so weiß wie Milch. Alle lieben dich. Du musst der glücklichste Vogel der Welt sein." Der Schwan antwortete mit einem traurigen Herzen: "Nein, mein Freund, ich bin nicht glücklich. Es gibt so viele schöne Farben in der Welt, aber ich habe keine Farbe. Weiß ist doch eine farblose Farbe. Ich denke, der Papagei muss der glücklichste Vogel der Welt sein. Er ist so farbenfroh." Als der Rabe dies hörte, flog er sofort weiter und erreichte den Papagei. Er sagte: "O Papagei, du bist so bunt und schön. Du musst der glücklichste Vogel der Welt sein." Der Papagei antwortete dem Raben mit einem traurigen Herzen: "Nein, mein Freund, ich bin nicht glücklich. Die Menschen halten Papageien oft in Käfigen. Ich habe immer Angst, dass jemand mich fängt und einsperrt. Ich denke, der Pfau ist der glücklichste Vogel der Welt. Er ist noch viel bunter als ich." Der Rabe flog los, um den Pfau zu finden. Nach langer Suche entdeckte er einen Pfau in einem Käfig im Zoo. Er sah, wie Hunderte von Menschen gekommen waren, um den Pfau zu bewundern. Nachdem die Leute gegangen waren, näherte sich der Rabe dem Pfau und sagte: "Lieber Pfau, du bist so wunderschön. Jeden Tag kommen tausende Menschen, um dich zu bewundern. Wenn die Menschen mich sehen, jagen sie mich sofort weg. Du musst der glücklichste Vogel auf der Welt sein." Der Pfau antwortete traurig: "Ich habe immer gedacht, ich sei der schönste und glücklichste Vogel der Welt. Aber wegen meiner Schönheit bin ich in diesem Käfig gefangen. Es tut weh, wenn Menschen meine bunten Federn ausreißen, um Dekorationsartikel daraus zu machen." Der Pfau seufzte tief und sagte: "Ich bin nicht glücklich, mein Freund. Ich habe den Zoo sehr genau beobachtet. Und ich habe festgestellt, dass du, der Rabe, der einzige Vogel bist, der nicht in einem Käfig gehalten wird. Die Menschen versuchen nicht, dich zu fangen und einzusperren. In den letzten Tagen habe ich oft gedacht, dass ich, wenn ich ein Rabe wäre, überall frei herumfliegen könnte und glücklich wäre." Als der Rabe dies hörte, flog er davon. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er sich glücklich, ein Rabe zu sein. Er kehrte zum Mönch zurück und sagte: "O weiser Mönch, ich möchte nichts anderes mehr sein. Ich bin zufrieden, so wie ich bin." Wenn wir uns unser eigenes Leben anschauen, stellen wir oft fest, dass wir das gleiche Problem haben. Wir vergleichen uns unnötig mit anderen, werden traurig und beginnen, unser eigenes Leben zu verfluchen. Wir schätzen nicht, was wir haben, und geraten so in einen Teufelskreis der Unzufriedenheit. Statt auf das zu blicken, was uns fehlt, sollten wir lernen, glücklich zu sein mit dem, was wir haben. Es wird immer jemanden geben, der mehr oder weniger hat als wir. Wenn du dich ständig mit anderen vergleichst, wirst du niemals zufrieden sein. Der Mensch, der mit dem zufrieden ist, was er hat, ist der glücklichste Mensch der Welt.
Vielleicht hast auch du in deinem Leben schon einmal den Fehler gemacht, dich mit anderen zu vergleichen, ohne zu schätzen, was du bereits hast. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat und du ihre Botschaft teilst, gib mir einen Daumen hoch und teile die Geschichte mit anderen. Abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um nichts zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.